Hi, es ist wieder männliche Männerzeit. Demolition Builds. Immer wenn keiner mit mir spielen will, gibt's als Ersatz Demolition Build. 62% und ihr habt alles mitbekommen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß nichts mehr. Genau, so. Genug, um einen Turmkran zu verdienen. Und wie? Was ist das da? Nein, F. Schließen, Holzgebäude 2, gut. Dann schauen wir doch mal schnell, was gibt's denn jetzt? Immobilien. Alles gut, noch nicht fertig. Dafür brauchen wir... Jawohl. Verträge. Das machen wir. Okay. Wo ist jetzt die Musik? Da ist der Parkplatz. Okay. Aha. Wie viel Geld brauche ich denn für den Kran? Ich habe 24.000. F. Ah, hier. Warte mal, dann gucken wir doch mal ganz kurz auf Fahrzeuge. Da ist er gar nicht drin, genau. Karte, gehen wir doch einfach mal hier. Wo finden wir den Turmkran? Das ist unser Zeug, das ist klar. Holzlager, Müllhalde. Bevor wir also dahin fahren, wo wir hin müssen. Und da bin ich auch. Turmtrickran, genau. Nein, ich will dahin. So, nochmal gucken, was kostet der? Ich habe jetzt 24.000. Ja. Nein. Oh, ja, 50.000. So, gut. Gehen wir nochmal auf die Karte. Da müssen wir hin. Okay. Gehen wir nur her damit. Wir machen es anders. Zack. Ja. So, okay. Ja, okay, es geht doch. Ja, jetzt gibt es gleich wieder Musik. Das heißt, es ist ja Musik, aber die ist ja leise. Ja, ja. So, und jetzt müssen wir da lang. Und deswegen gehen wir erstmal. Ah. Sonst was Interessantes? Nein. Im Prinzip läuft er fast so schnell, wie er fährt, aber egal. F. Ja. So. F. Und wir dürfen wieder Radio umschalten. Natürlich immer. Ja, es fängt ja gleich mit dem Kronk-Roboter-Lied an. Super. Roboter. Wir sind Roboter. Roboter-Armee. Armee. Wow. So, warte mal. Nehmen wir doch die Abkürzung. Was haben wir denn? Geländegängigen Pickup. Wir parken. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wow, ich habe den Zaun nicht gesehen.
Meine Frau schreibt gerade, sie will wissen, mit wem ich rede. Mit meinem Publikum. So. Bam, badam. Erstmal den Auftrag annehmen. Okay, was brauchen wir? Raupenkran und Bagger. Zack. So, bin sofort wieder da. Erstmal Bagger. Erstmal die Bagger mit Presslufthammeraufsatz. Hat er nicht. Jawohl. So. Okay. Dann nichts wie los. Erstmal schauen, das ist das Haus. Wo ist das? Wo sind die Steine? Da unten. Oh nein. Kommt das jetzt wieder? Das klappt ja eigentlich ganz gut, oder? Na, warum nicht? Doch, das klappt ganz gut. Alle noch, sollen wir es mal machen? Jo, okay. Und wieder eine Wartung, klar, das können wir ja. Ich hoffe, er ist nicht kleinlich. Mach mich nicht fertig. Na, na, na? Okay, super.
Das heißt, den fahren wir jetzt mal nochmal auf Seite. Wow, aber nicht so. Mach das nicht. Komm, komm wieder raus hier. Ach, weißt du was? Wir lassen ihn da stehen. So, und jetzt schnappen wir uns. Was brauchen wir? Einen Raupenkran. Also hier. Zack. Nein. Raupenkran. Mit Abrisskugel. Ich liebe es. Also da wird sich ja gar nicht mal so schlecht. Wenn jetzt Autos kommen, haben sie Pech gehabt. Ich würde sagen, wir stellen uns hier schön fest bei. Und dann schauen wir da. Ich sehe es zwar nicht, doch ich sehe es. Jawohl. Können wir es doch gerade noch hochziehen, oder? Ja, das wirkt auch ganz gut. Ja, so können wir es machen. Ja, doch ein bisschen was, ne? Okay, jetzt muss ich wieder anders agieren. Dürfte auch, ja, diese Problematik weg sein. Na, so kriegen wir es nicht hin. Und das war ja fast schon gut getimt. Und, na? Hätte ja sein können. Lassen wir gelten. Heißt also? Nein. Na, noch ein bisschen. Wieso ich rückwärts fahre? Nochmal zurückkommen. Na, das lassen wir doch fast schon gelten, oder? Ja, nochmal.
Nee, noch nicht. Doch einmal schon. Das ist unsere. Wie viel gab's? 2000. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, ne? Tausend brauchen wir. Das heißt, jetzt erstmal auf die Karte. Unentdeckt. Sollen wir da mal hin? Ach, das ist aber mit Sicherheit wieder. Ne? Erstmal Immobilien, Holzgebäude. Muss ich selber. Ja, zack, zack. Akzeptieren. Das mit den Arbeitern, da bin ich momentan noch ein bisschen zu geizig für. So. Was müssen wir da machen? Ja, hey, männliche Männerarbeit. Ich liebe es, ja. Ich schieße mit meiner Nagelpistole aufs Haus. Na, von hier? Ach komm. Naja, gut. Jetzt vielleicht ein Aufsetzer. Boah, CSGO-Training. Wuhu! Wieder Kohle. So, okay. Karte. Und. Nein, Immobilien. Ziegelstein. Oh, ich liebe es. Ja, aber da können wir immer mit dem Taxi hin. Das ist gut. Oh. Bin schon angekommen. Da ist es. So, nehme ich. Und wo ist. Ach, das ist ja. Nee. Ah, doch. Ist das wirklich der. Na ja, gut. Einen Nachteil muss es ja geben. Danke. Na, wer legt sich mit mir an? Ist da gerade ein Auto despawned? Oh, Hilfe. Das Ding steuert sich ja wie eine Walze. Die Kollision ist auch nicht so 100%. Was ich da mache. La 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 la. Füll es nach. Und tschüss. Okay, weiter geht's. Aha. So, schnell mal nochmal auf die Karte. Immobilien sind alle, ja, die Betonbau noch nicht. Verträge, mal gucken. Zerstörte Felsen mit Bagger und haben wir das nicht gerade? Na, da waren wir noch nicht.
Ja, ist gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder. Ach, da ist ja noch eins. Dann schnappen wir uns hier mal schnell nochmal unseren Pick-Truck ab. Und dann geht's. Das Fahren ist immer sehr schön. Ja, ich war mir sicher, ich treffe das Parkplatzschild. Verkehrsregeln sind mir egal. Ich guck nicht. Jawohl, immer her damit. Also immer noch, das Spiel ist sehr entspannt. Es ist keine richtige Herausforderung. Das muss aber überhaupt nicht sein. Tut das Fahren schon. Das Fahren ist schon krass. Autobahn muss ich nicht, das war da nicht drin. In der nächsten Folge machen wir auch den Auftrag.